Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Goldenstern 3 Die Dunkle Dämmerung. Im letzten Part sind wir in Kaoru angekommen. So, und das haben wir ein bisschen erkundet, war meinerseits ein bisschen leblos. Was die Djinn betrifft, die werden wir später auf jeden Fall noch einsammeln. Da müssen wir von der anderen Seite kommen. Und hier müssen wir den hier wegschaffen. Aber das geht erst, wenn wir, wenn dieser Laden hier wieder offen ist. Was das betrifft, das werden wir später noch herausfinden. Und die anderen Beschwörungstafeln und Djinn, die wir sonst schon gesehen haben, aber noch nicht einsammeln konnten, werden wir auch noch irgendwann einsammeln, keine Sorge. Jedenfalls, uns wurde auch im letzten Part angeboten, dass wir hier reingehen, weil wir aus irgendeinem Grund erwünscht waren. Die dürfen eigentlich gar nicht wissen, dass wir kommen, aber na gut. Gehen wir doch mal rein. Palast von Kaoru. Dann gehen wir mal gleich hindurch. Hallo? Ja, vielleicht hätte ich die anderen Leute zuerst mal ansprechen sollen, aber das ist natürlich nicht so interessant. Nun, wo sind unsere Adepten? Sollten sie nicht längst hier sein? Stecken. Kommt immer mit. Los, jetzt komm. Weg, los. Gut. Sie werden unverzüglich eintreffen, mein König. Meine Quellen irren nicht. Warum ist sie sich so sicher? Sollte sie uns belügen, wird sie... Genug der Worte, Kanshuku. Nun, wir wollen euch Glauben schenken, Lady Jess. Wie auch immer sie heißt. Jess, diese geheimnisvolle Frau ist atemberaubend schön und berät König Uwon. Beides stimmt nicht. Kanshuku, der Minister des Kabinetts aus Kaoru, ist für die Militärangelegenheiten in König Uwons Reich verantwortlich. Er verliert schnell die Fassung im Gegensatz zu seiner Untergebenen Maisa oder Maisa. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ist sie nun hübsch oder nicht? Sie hat doch Hörner da irgendwie. Oder wie sieht das? Eine richtige Beraterin? Na, das glaube ich auch nicht. Aber wir hoffen, dass diese Adepten es wert sind, auf sie zu warten. Ich habe das Gefühl, sie sprechen von uns. Hä? Ach, das ist sie. Wenn ihr mir folgende Bemerkung gestattet, mein König. Wenn wir die Schlacht gewinnen wollen, brauchen wir die Kräfte von Adepten. Das behauptet die Lady Jess jedenfalls, doch es ist uns noch immer schleierhaft, weshalb man ihr vertrauen sollte. Niemand kann mit Bestimmtheit sagen, ob sie mit ihrer Vermutung richtig liegt. Ich irre nicht, und ich weiß weit mehr, als du jemals wissen wirst, mein verehrter Kanshuku. Ihr wagt es. Wie auch immer, dein Geschwätz ist nicht von Belang, Kanshuku. Mein König, die Adepten warten bereits. Sollen wir sie willkommen heißen? Hä? Soldaten! Was ist denn hier los? Unerhört! Wie kann sie es wagen, die Wachen seiner Majestät hierher zu bestellen? Das ist keine unserer Wachen, Minister Kanshuku. Moment mal, das ist doch einer von Trusos Leuten. Wo kommt der denn auch immer her? Was haben die denn hier zu suchen? Euch haben wir doch schon mal geschlagen, mein Gott. Verschwindet jetzt, Männer. Eure Aufgabe ist erfüllt. Okay. Nun, Lady Jess? Sind das die Adepten? Beeindruckend. Du hast eine Gabe für das Offensichtliche. Ja, die sind Adepten. Und dazu noch ziemlich einzigartige. Du da, wieso hast du die gleichen Soldaten an deiner Seite wie dieser Truso, der uns in den Ruinen von Kompa aufgelauert hat? Diese Kinder sind wahrhaftig Adepten? Ja, das sind wir und diese Lady hat recht, wir sind wirklich einzigartig. Halt deine vorlaute Klappe, Tyrell! Oho, sein Name ist also Tyrell, ja? Genau, der bin ich und das hier ist Fnupa, er ist unser Anführer. Fnupa und Tyrell. Diese beiden Namen werden wir uns merken. Nun, da sie sich als Adepten zu erkennen gegeben haben, hoffen wir, dass sie so stark sind, wie man uns versprochen hat. Warum? Und wer? Das sind sie, Eure Majestät. Sie eignen sich perfekt für euer Vorhaben. Ach, wie sehr wir diesen Augenblick herbeigesehnt haben. Endlich. Vorhaben? Was haben sie mit uns vor? Mir spart nichts Gutes.
Pah, wir lassen uns doch nicht von jedem herumkommandieren. Habe ich recht, Fnuba? Sie frage, welches Gesicht ich machen soll. Ich mache einfach mal ein Grinsi. Du scheinst den Ernst der Lage nicht zu begreifen. Die Kerle hier sind echte Fieslinge. Entschuldigung, aber ich weiß einfach nicht, was sie manchmal bedeuten. Sie scheinen nicht zu begreifen, welche Ehre es ist, unter dem großen König Uvon zu dienen. Es scheint gar so, als wollen sie uns ihre Dienste verweigern. Was sagt die Lady Jason dazu? Verweigern? Aha, dass ich nicht lache. Hat sie die letzten Minuten einfach nicht zugehört? Die jungen Adepten weigern sich, für sie zu arbeiten. Warte es ab, Kanshuku. Wenn ich mich nicht täusche, dann seid ihr Adepten doch auf der Suche nach einer Maske, richtig? Nun, wir können euch sagen, wo sich diese Maske befindet. Was sagt ihr? Werdet ihr uns als Gegenleistung helfen? Wisst ihr was? Wir sagen einfach mal ja. Wunderbar. Mit ihrer Hilfe werdet ihr auch die Alchemiemaschine in Betrieb nehmen können. Genug der Worte. Wir haben lange genug auf die Adepten gewartet. Sie müssen uns helfen, ob es ihnen passt oder nicht. Moment mal. Wir befinden uns im Krieg mit Ayutthaya. Laut Lady Jess können wir die Schlacht um die Festung nur mit der Hilfe von Adepten zu unseren Gunsten entscheiden. Adepten, ihr werdet tun, was wir von euch verlangen. Okay. Schloss Ayutthaya wurde von dem Altvorderen erbaut. Es ist praktisch unmöglich, seine Verteidigung zu durchbrechen. Aber mit Hilfe von Adepten wird der Sieg bald unser sein. Diese Adepten könnten den Ausgang der Schlacht zu euren Gunsten beeinflussen. Mit ihrer Hilfe wird Ayutthaya fallen. Es sei, wie Lady Jazz es vorgeschlagen hat. Bringt unseren Entschluss zu Papier und übergibt Fnuba das Dokument. König Uvons Worte wurden zu Papier gebracht. König Uvon, bitte hört euch noch einmal die geschriebenen Zeilen an und lasst mich wissen, ob alles zu eurer Zufriedenheit ist. Schon gut, schon gut. Lest uns vor, was ihr aufgeschrieben habt. An Kuzung, General der Armee von Kaoho. Nicht Kaoho, Kuzung. Der ältere der beiden Generäle von Kaoho ist ein Meister der Taktik und beherrscht mächtige Kampftechniken. Sein kühler Kopf und sein Sinn für logische Zusammenhänge unterscheiden ihn von seinem hitzköpfigen Bruder Huemba. Der Träger dieses Briefes, Fnuba, steht ab sofort unter königlichem Befehl. Gemeinsam mit seinen Getreuen wird er nicht zögern, bei der Eroberung von Ayutthaya Synergie einzusetzen. Uvon, König von Kaoho. Wir hätten statt Eroberung lieber Zerstörung gewählt, aber sei es drum. Der Brief kann so bleiben, wie er ist. Ja, danke sehr. Juhu! Da freut man sich doch. Aber na gut. Was sollen wir jetzt tun? Hey, macht mal halblang. Wir werden euch auf keinen Fall bei euren fiesen Plänen unterstützen. Habe ich recht, Fnuba? Grins. Nur weil wir den Brief an uns genommen haben, heißt das noch lange nicht, dass wir ihren Krieg ausfechten müssen. Wie kann er es wagen? Die lächerlichen Maden stellen sich gegen den Willen des Herrschers von Kaoho. Beruhigt euch, Eure Majestät. Ich werde diesen Kindern schon Manieren beibringen. Sie müssen erst noch lernen, dass es im Leben nichts Größeres gibt, als dem König absolute Loyalität entgegenzubringen. Ja, alle wütend. Klasse. Nun, ich kenne einen Ort, an dem Sie in Ruhe darüber nachdenken können. Viel Vergnügen in den Tiefen des Uroboros, meine Kleinen. Haltet ihr diese Strafe für angemessen, Eure Majestät? Ich kann dem Vorschlag von Lady Jess nur zustimmen. Uroboros? Was zum... Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir laufen ja nicht mal weg. Ich meine, die gucken jetzt gerade alle weg, Mensch. Oh nein, das ist nicht gut. Was ist das? Eine Überraschung, Kinder! Oh, ich hab's geahnt. Sie sollten verschwinden. Hätten sie schon vor einer Minute machen sollen. Niemand ist König Uvon von Kaoho gegenüber respektlos. Das Ouroboros wird euch mit offenen Armen empfangen. Wir stimmen zu. Hinfort mit ihnen! Na, klasse. Ja, lauft in die Luft. Und wir sind weg. Das Gesindel wird euch keinen Ärger mehr bereiten, Eure Majestät. Zu schade, nun müssen wir uns neue Adepten zur Verstärkung unserer Armee in Ayutthaya suchen. Wie überaus ärgerlich. Was habt ihr dazu zu sagen, Lady Jess? Sorgt euch nicht, Majestät. Was will die Lady Jess damit sagen?
Kanshugo, ich bin enttäuscht. Mir scheint, du hast rein gar nichts verstanden. Diese Kinder sind Adepten. Und wenn sie so mächtig sind, wie ich vermute, dann werden sie einen Weg aus dem Labyrinth finden. Ja, ich werde das Gefühl nicht los, dass sie das Ouroboros meistern werden. Der Part ist schon bald vorbei, mein Gott. Ach, da fallen wir mal eben durch. Und so lange dauert das, glaube ich, gar nicht, bis wir wieder oben sind. Aber wir fallen trotzdem ganz schön tief. Also verstehe ich eigentlich nicht. Wir sollen bestraft werden für etwas, was sie nicht tun wollen. Was sie uns einfach aufzwingen, mal eben so. Wo sind wir? Die anderen beiden haben jetzt mittlerweile platte Gesichter. Vermutlich sind wir im Ouroboros. Zum Glück haben wir den Sturz unbeschadet überstanden. Wie auch immer das ging. Autsch! Immerhin, ein paar Kratzer. Warum haben sie uns ins Ouroboros geworfen? Was wollen diese Wahnsinnigen denn von uns? Um ehrlich zu sein, will ich gar nicht darüber nachdenken. Los, lass uns von hier verschwinden, und zwar schleunigst. Ja, klug. Gut, klasse, wunderbar. Okay, da wir hier sonst nichts machen können, müssen wir erstmal hier hoch. Okay, interessant. Geht's hier lang? Ach, dann muss ich das hier zurechtschieben. Das sind diese Verschieberdinger. Wo gehen wir denn bloß lang? Wir sind ja alle gleich los, Mensch. Ups, hala, das ist da ein bisschen falsch. Gut, weg damit. Oh Mensch, da ist ja eine Tür. Kaoro! Ja Mensch, das war ja richtig schwer. Gott. Das Ouroboros ist aber ein richtiges Labyrinth. Und jetzt weiß ich auch, warum niemand da raus konnte. Niemand beherrscht Wachstum. Mensch. Kein Wunder, dass da niemand rauskommt. Jetzt wisst ihr auch langsam, wo wir wieder sind. Oder? Na, sieh doch mal. Im letzten Part haben wir das doch schon gesehen. Und da hinten ist doch diese komische Höhle mit dem ganzen Wasser. Und wir sind hier. Okay, das war jetzt echt das Schwierigste, was wir je machen mussten. Also, wir haben uns doch echt Respekt verdient, oder nicht? So, ich weiß nicht, wie wir hier weiterkommen. Das ist so schade. Verdammt, ich bin einfach zu doof. Ich muss einfach mal irgendwann nachgucken. Ich werde im nächsten Part mal nachsehen. Entschuldigung, sollte immer zu lange warten. Hab ich überhaupt schon mal reingeguckt hier? Nee, ne? Tatsächlich nicht. Aber ich habe jetzt auch keine Lust weiter zu lesen. Mir wird nämlich ziemlich warm und der Part ist auch irgendwann zu Ende, ne? Ich will jetzt so gerne Pause machen. Das ist der Part zwar ziemlich kurz, also im Vergleich jetzt, aber nun gut. Boah, ist das warm. So, nun. Ja, Gott, ich fange jetzt gleich zu schwitzen hier. Du Schande. Nun gut, ich möchte den Part erstmal vorerst beenden, wenn ihr nichts dagegen habt. Und dann werden wir, glaube ich, im nächsten Part, da will ich jetzt mal gucken, ob wir zu diesem Djinn hier kommen können. Und dann möchte ich mich gerne nach Ayutthaya aufmachen, mich das mal anzusehen da. Gut. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn es ein bisschen zu viel Gelaber war, wie immer. Na gut, bis dann und auf Wiedersehen.